Thomas Godoy hat kein Problem damit, seine Gefühle in seinen emotionalen Songs niederzuschreiben und hat eine Stimme zum Niederknien. Seine Fans danken es dem Gewinner von Deutschland sucht den Superstar 2008 mit dem fleißigen Kaufen seiner Alben. Im Herbst 2020 gibt es eine neue Scheibe, die für Fans von Thomas Godoy ein absolutes Muss ist. Stoff steht seit dem 13. November 2020 als inzwischen 11. Album des DSDS-Musikers in den Läden. 2003 gewann der gebürtige Pole in Recklinghausen im Ruhrpott ein Newcomer-Festival, das erste von vielen. Nach seinem Sieg bei DSDS, bei dem er einen Plattenvertrag mit Sony BMG gewann, trennte sich der Vater von zwei Kindern von RTL und Dieter Bohlen. 2015 gründete Thomas Godoy sein eigenes Label, Tom Ziller Musik. Unter diesem veröffentlichte der Sänger im Herbst 2016 beispielsweise sein 6. Album. Mundwerk erschien am 23. September. Schon vorab teilte Thomas Godoy auf Facebook erste Einblicke und Kostproben mit seinen Fans. Als Nachfolgewerk veröffentlichte der gebürtige Pole die Alben 13 Pfeile, 13 Pfeile Live und Stoff als jüngstes Werk. Privat ist Thomas Godoy glücklich mit seiner Freundin Jennifer, die beispielsweise in dem Musikvideo zum Song Magnetisch zu sehen ist. Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder, einen Sohn namens Louis und ein Mädchen namens Lynn. Die waren auch schon auf ein paar Konzerten, erzählte Thomas Godoy stolz im Interview mit Promi Flash. Die können sich das gar nicht erklären, weil die sich denken, Mensch, warum schreien die Leute alle so? Warum jubeln die? Was machen die denn da? Du bist doch unser Papi. Da kommen mir schon direkt die Tränen. Außerdem hat Jennifer einen mittlerweile erwachsenen Sohn aus einer früheren Beziehung, um den sich Godoy kümmerte, als sei er sein eigener. Auf eine Hochzeit können die Fans aber lange warten. Nein, wir müssen nicht heiraten, wir lieben uns auch so, scherzt der Sänger im Gespräch mit der InTouch.